Hallo zusammen, das ist die erste Woche-Challenge von Rosa und Rudi. Auf rosaandrudi.ch findest du in nächster Zeit, solange die Schule noch zu ist, jeden Tag spannende Bewegungsideen und eine Woche-Challenge, die wir immer Anfangswoche hochladen. In dieser Woche schauen wir die Seeligkumpen an. Für die Seeligkumpen brauchst du eine Seele. Wenn du dort draufstehst, sollte der Griff etwa bis zur Achsel kommen. Und dann kannst du eigentlich auch schon anfangen mit Kumpen. Die auch noch nicht so weit sind, die halbieren die Zähle, halbieren, legen sie am Boden und können mal seitwärts drüber pumpen. Natürlich geht es hier vorne und zurück. Und wenn du besser bist, kannst du auch schon eine beinige Variante ausprobieren. Wenn du das im Griff hast, gehst du zur nächsten Übung, wo du die Zähle pumpst. Anfangen kannst du mit dem Hopserhupf. Weiter zu beidbeinigen Varianten. Doppelhopf. Oder auch etwas schneller. Auch hier kannst du einbeinige Variante einbauen. Eine weitere Variante ist der Helikopter. Für den Helikopter nimmst du die Seile doppelt, nimmst beide Griffe in einen Hang und tust von Seite unten durchschwingen. Auf unserer Homepage rosaandrudi.ch findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die wir dir durch die Woche-Challenge führen. Geh doch gleich schauen. Es hat auch ein paar Bonusaufgaben dabei, die du schon die ganze Woche üben kannst. Dazu gehören Double Unders, Kreuzen und Rückwärtskumpen. Diese drei Sachen zeige ich dir jetzt noch schnell.